Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Wie es beschwert sich einer, dass wir nicht mehr in Limbenthal sind, sondern jetzt wieder in Sittingen. Ja, die eine Map, die ich vorher gespielt habe, ist irgendwie alle 3 Sekunden abgestürzt und es ging gar nichts mehr. Deswegen habe ich mich dann jetzt dazu entschieden, nochmal Sittingen auszuprobieren. Dafür aber mit dem langen Gelenkbus. Mit dem Doppelten, den ich mal gebastelt habe. Guck mal, wenn ihr noch nicht gesehen habt, bei mir im Kanal ein paar Folgen vorher, da habe ich den das erste Mal gezeigt, in Kronhausen. Da gibt es auch noch eine ganz lange, noch mit noch einem Trailer hinten dran, aber die zeige ich in vielleicht einer der nächsten Episoden, wenn das hier gut läuft. So, ja, ich habe noch ein bisschen Bugfixing gemacht, der sollte jetzt nicht mehr so viel rumruckeln. Wenn er es macht, dann weiß ich auch nicht, woran es dran liegt. Ja. Tür auf. Automatiktür an. Schokolade von meiner Maus wischen. Ich hab gerade noch Schokolade gesündet. Lecker. Klebt noch ein ganzer Riegel, klebt noch hier drunter. Bah. So, wir brauchen eine Linie. Und zwar zum Sittingen ZOB. Die suchen wir uns mal hier raus. Sittingen. Und gucken jetzt mal, ob denn hier irgendwo Liniennummer. Nope. 56, Anfang, Strandbad Motstadt, da sind wir in 6 Minuten. Passt doch genau hier mit. Und nehmen wir die hier auch mal an. Linie 05600. Route 01. Nee, Route 02. Zum ZOB wollen wir ja. So. Wahrscheinlich muss ich das jetzt nochmal drüber spielen. 56, Fahrziel. 56 ZOB. Da funktioniert das auch. Morgen. Hallo. Hallo. So, einmal alle rein. Und dann rufe ich mir hier oben noch meine Kommando. Oh, so viel wollte ich gar nicht. Meine Kommandozeile auf. Mache mir hier mein Sonnendeck runter. Nein. So. Und. Straße. Nächste Haltestelle, Siegener Straße. Das ist die nächste Haltestelle. So. Wir können abfahren. Sagt mir mein Ibis. Also fahren wir auch ab. Und ich habe hier immer noch Schokolade vor mir liegen. Und ich geier also die ganze Zeit darauf, die zu essen. Muss jetzt mal gerade auf Seite räumen. So, meine Damen und Herren. Wie gesagt, wir fahren mit dem ganz langen Bus, ne, den ich mal zusammengebastelt habe. So, Leute haben schon nach einem Tutorial gefragt. Problem ist, das ist so kompliziert, dass ich es selber schon nicht mehr verstehe. Und der Bus funktioniert nicht komplett, deswegen möchte ich den eigentlich, wie soll man das sagen, ich möchte keine unfertigen Dinge erklären, wie sie funktionieren. Ich mag sowas nicht. Wenn, dann müsst ihr euch mal selber ein bisschen was im Internet informieren, wie man sowas macht oder wie die Busse funktionieren. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Und zweitens, es ist einfach, funktioniert nicht ganz. Wie man hier sieht, hinten die Achse hat gar keine Federung und alles. Es ist alles total glitchy und ich weiß auch nicht, ob der Bus-Creator das überhaupt will, dass man seinen Bus so modifiziert. Und deswegen möchte ich das auch nicht ins Netz stellen und ich möchte ihn da jetzt auch nicht belästigen und fragen. Das ist eigentlich so. Ja, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, ein Tutorial zu machen, aber vielleicht irgendwann mal. Ich habe auch schon mich in den OMSI-Bus. Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Dumme Leute innen drinne. Ich habe mich auch mal ein wenig was in den OMSI-Bus-Foren informiert und es gibt einen AGG 200 oder so, der fährt in Hamburg oder auch in Aachen, das sind diese Dreiteiler. Und es gibt wohl Leute, die sind da sehr interessiert dran und ich denke mal, dass dann bald auch irgendwelche Leute diesen Bus nachbauen werden. Es ist nur noch ein bisschen schwer, einen OMSI umzustellen. Ich hoffe mal, dass da irgendwann ein Patch kommt oder irgendwie ein Mod oder so, der das erlaubt, davon mehrere zu machen. Also, mehrere Wägen hintereinander zu hängen. So, guten Appetit. Mhm.
Puffreisschokolade. Das Beste. Nächste Haltestelle. Boah, ist dieses Teil lang, ne? Es geht aber eigentlich ganz gut. Ich habe aber schon wieder ein Auto angehauen. Da muss ich noch ein bisschen üben. Guten Appetit. Entschuldigung, aber ich habe Hunger. Sie fahren so schlecht, dass die Passagiere aussteigen wollen. Ja, halt die Fresse. Und sie hat mich heute so zur Weißglut gebracht. Das war nicht mehr lustig. Ihr werdet jetzt vielleicht in den paar letzten Episoden gemerkt haben, dass ich total ausgerastet bin und ich muss hier mal vernünftiger fahren. Nee, das geht ja gar nicht. Ja, weil Omsi immer wieder abgeschmiert ist und alles, und deswegen bin ich jetzt zu einer sicher funktionierenden Map zurückgekehrt. So, und hier wird es jetzt echt knifflig. Problem ist, wenn ich zu weit aushole, kracht das hintere Teil dagegen. Scheiße, ich glaube, ich habe mich schon festgefahren. Die Autofahrer hier sind ja auch nicht die hellsten. Sieht man? Ach, fick dich. Ah, ich schleife schon hinten an den Bus dran. Ah, sieht man's. Oh Gott, ist der schwer zu fahren. Okay, wir klippen durch eine Wand durch. Gut zu wissen, dass das geht. So mit Schwung hinten rumlegen und Gas geben. So macht man das. Ganz einfach. So, und wieder. Ja, ne, so muss es doch sein. So, die Bushaltestelle hier ist auch für so einen Bus gebaut. Die ist nämlich lang genug. Und meine Elektronik ist ausgefallen. Und zack, wollen alle raus. So. Mal gucken, ob die denn hier heute auch noch einsteigen. Boah, ab 100 Gramm ist undeutlich. Ich muss echt aufhören, jetzt Schokolade zu fressen, ey. So, jetzt wird das Ganze ja nochmal interessant. Ich darf ja auch keine Personen anfahren. Ich weiß gar nicht warum, das ist ja voll langweilig. So, dass der hinten so weit aussteigt, liegt aber auch daran, dass die mittlere Achse ziemlich genau in der Mitte des Wagens ist. Bei dem AGG ist die ganz weit hinten, so weit hinten wie möglich. Bleib stehen! Du Idiot, du siehst doch da... Ich werde diesen Kurs nie schaffen, oder diese Strecke. Nicht mit dem Bus, ey. Vielleicht war es doch nicht so eine ganz so gute Idee, mit dem zu fahren. Naja. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay. Nächste Haltestelle, Bad Berneburger Allee. Bei uns ist das in den Bussen immer so, wenn man damit fährt, kann man froh sein, wenn irgendwie Allee in der Straße drin steht, weil da steht nur Allee. Und durch dieses Allee kann man dann ziemlich genau verweisen, dass es eine Allee ist, weil man das halt so ein bisschen raushört. Man hat aber das Problem, wenn irgendwie drei Alleen hintereinander kommen. Man versteht nichts bei uns in den Bussen. Genauso wie bei uns. Wir haben so super schöne Fernsehmonitore als Anzeige und alles und die funktionieren nie. Ja, die Verkehrsbetriebe haben da Millionen reingesteckt und dann funktionieren sie nie oder werden nicht eingeschaltet oder sonst irgendwas. Das ist immer voll die Kacke. So. Ah, jetzt hat er es hier nicht angesagt. So. Nächste Haltestelle, Stadtbücherei Mondstadt. Da halten wir als nächstes, hoffe ich. So, schön. Dieses Mal nichts mitnehmen. Okay, das geht noch. Wie gesagt, nicht ausholen. Oh, ich glaube, ich nehme das Verkehrsschild da hinten mit. Aber voll. Unglücklich, wie sie fahren.
Oh Gott, das, diesen Bus hier zu fahren, ist schwerer als an Angela Merkel. Okay, ich höre auf. So. So, Tür auf. Person rein, Tür zu. Ey, ich krieg doch keine Person bis zum ZOB transportiert. Die steigen doch vorher alle aus. Muss ich wohl doch noch ein bisschen üben. Nächste Haltestelle, Friedrichstraße. So, Friedrichstraße. So, dieses in der Kurve ausnahmsweise war nichts angeeckt. Boah, ich brauche meinen Überblick-View, ey. Sonst geht hier gar nichts. So, Tür auf. Keiner rein? Dann fahr mal wieder. Nächste Haltestelle, Waldenheck. So, jetzt kommt die Überlandstraße. Da versuchen wir mal, innen drinne zu fahren, hauptsächlich. Sollte ja nicht ganz so schwer sein. Sagte er und raste gegen eine Ampel. So ungefähr kommt das jetzt gleich. Weil ich sehe jetzt schon, ich zähle mal hier so die Möglichkeiten auf. Ich habe die Möglichkeit, die Ampel hier wegzurammen, das Teil, die Autos hier, da die Autos, da die Autos, hier die ganzen Bäume, da die Schilder, die Ampelanlage und dieses gesamte Haus hier. Also das kann alles nachher weg sein, möglicherweise. Ich meine ja nur so, also mit dem Bus, so als, kann man so sagen, ne? Wer jetzt weiß, wen ich hier nachmache, ne, der kann das mal unten in die Kommentare schreiben, ne? Also, ich hoffe, ihr wisst, was Kommentare sind, ne? Ja, das kann man so sagen, dass ihr wisst, was Kommentare sind. Ich muss das jetzt hier, glaube ich, nicht weiter erklären, was Kommentare sind. Ja, kann man so sagen, ne? Und die Wissenschaft geht nur davon aus, es ist ja nicht wirklich so. So, ich habe ausnahmsweise mal nichts weggerissen. So. Waldenheck ist ja immer noch das nächste und ich habe 2,6 Minuten Verspätung. Was ist denn da los? Was ist da los? Okay, ich hör auf. Und Omsi schmiert wieder ab. Es ist momentan ein Graus. Omsi will be closed. Ja, ach, fick dich. Ganz ehrlich. Ich bin kurz davor, mit dem Omsi Let's Play aufzuhören. Das liegt daran, weil Omsi einfach nicht läuft. Es läuft einfach nicht. Es geht gar nicht. Es funktioniert nicht. Es läuft unsauber. Es stürzt immer wieder ab. Ganze Scheiße hier. So, ich versuche das jetzt nochmal. Letztes Mal. Allerletztes Mal. Und, ja. Wenn das so weitergeht, habe ich da langsam keine Lust mehr drauf. Dann mache ich eher den YouTube-Kanal zu, als mich damit weiter rumzuschlagen. Weil ich sitze hier bis zu 4 Stunden, um dieses scheiß Omsi ans Laufen zu kriegen. Oder ihr müsst mir mehr bieten. Aber sonst... geht mir so auf den Piss. Ich bin heute seit 11 Uhr aus der Schule zurück. Und es ist jetzt 8 Uhr abends. Und ich habe 3 Folgen um sie aufgenommen. 3 von 6. Boah, ganz ehrlich. Ich hänge den gesamten Tag nur daran, um sie ans Laufen zu kriegen. Täglich. So, wenn es denn jetzt wenigstens mal laden würde. So. Hier hat er jetzt geladen. Zum Glück. Hat er scheinbar vorher noch gespeichert. So, Waldeck.
Waldeneck, Entschuldigung. Ich bin ganz leicht genervt, aber auch nur ganz, ganz leicht. So, ganz ruhig bleiben. Nächste Haltestelle, Viersenplatz. Da hinten wird die Kurve nachher lustig. Ich kenne mich ja mittlerweile ein bisschen was aus in Sittingen. Ah, das wird gleich wirklich lustig, da um die Kurve zu kommen. Am Viersenplatz. So, komm schon. Über die einspurige. Halt die Fresse da hinten, ey. Ich komm gleich nach hinten und stopf dir so das Maul voll. Ich schneid dir den Rachen auf und kack dir rein, ey. Leider sind diese Dingens, dass die rummotzen, fest in OMSI integriert. Sonst hätte ich hier schon lange rausgescriptet. Schon lange. Boah, Junge, fahr vorne, fahr! Boah, was bremst der? Jetzt bremst doch noch! Idiot! Was machst du? Wie wär's denn mal mit einem Blinker? Blinker setzen. Weißt du, was das ist? Blinker setzen. Ich hab's ihn gerade in Hubsprache umgesetzt. Das ist ziemlich cool. Ich hab meine Tastatur momentan auf so einem Disco-Light-Modus. Keine Ahnung warum. Wenn ich hier Geräusche mache, dann wird die in zufälligen Farben hell. Wenn ich hier rumhupe, dann wird die so... leuchtet die auf. Lustig. Okay, ich finde das lustig. Wahrscheinlich ihr nicht, aber ist mir eigentlich auch egal. Ich will nur meine Ruhe haben. Keiner rein? Fresse halten, Arschloch. So, hier müssten wir jetzt eigentlich links fahren. Ist mir egal, dass sie jetzt gelb wird, dafür gehe ich jetzt nicht in die Bremse. So, und ich glaube, man muss hier möglichst früh rumfahren. Komm, jetzt fahr mir voll rein. Dann deinstalliere ich nämlich auf der Stelle OMSI. Ganz ehrlich. Nächste Haltestelle, Ostrampe. So, und an der Ostrampe machen wir natürlich wie gewohnt Pausenfolge. Ne? War ich schon immer da. Ich bin ja immer noch im Urlaub, sind ja immer noch die Urlaubsfolgen. So, komm schon, zieh den Berg hoch, du Sau. So, und fick dich um sie Regeln. Oh, das ist aber jetzt schon ein bisschen schnell, ne? Ja, doch, ich hab's unter Kontrolle, ne? Also, ich bin ja hier der OMSI Pro, ne? Das muss man ja schon sagen, ne? So. So. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Episode von OMSI. Bis dann. Tschüss.